Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitmenschen, bundesweit gingen in den vergangenen Tagen Hunderttausende Menschen auf Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Ausgrenzung. Auch viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen waren daran beteiligt. Ihnen allen meinen herzlichen Dank. Die Ärztekammer Westfalen-Lippe spricht sich eindeutig gegen rechtsextreme Tendenzen aus und tritt ein für ein Miteinander ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Religion, Hautfarbe und politische Einstellungen, solange sie freiheitlich demokratisch bleiben. Massenhafte Ausweisungen von Menschen mit Migrationshintergrund darf es nicht geben und hätten für Deutschland katastrophale Folgen. Ausländische Kollegen und Kollegen sind auch unverzichtbar in der Patientenversorgung. Ohne sie würde die Versorgung in Westfalen-Lippe nicht mehr funktionieren. 20% aller Kollegen und 30% aller stationären Kollegen haben eine ausländische Staatsangehörigkeit. Viele von ihnen entscheiden sich dauerhaft in Deutschland zu bleiben und dann auf Dauer auch die deutsche Staatsangehörigkeit einzunehmen. Ohne sie wird niemand eine Versorgung in Westfalen-Lippe garantieren können. Deswegen müssen wir für sie eintreten und nicht nur deswegen, sondern weil Mitmenschen Mitmenschen bleiben und wir mitmenschlich mit Menschen umgehen müssen. Herzlichen Dank.